Liebe Freunde und Follower, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Corona-Krise beeinträchtigt unser ganzes Leben, im Beruf, im öffentlichen Leben und auch in der Familie. Alles ist irgendwie davon in Anspruch genommen. Auch unsere Seele und unser Gemüt ist davon belastet. Es ist wichtig, dass wir die Anordnungen und Weisungen durch die Bayerische Staatsregierung, durch die Bundesregierung, aber auch durch örtliche Behörden ernst nehmen und wirklich befolgen, damit der Virus sich nicht weiter ausbreitet, damit wir möglichst alle gesund bleiben und niemand krank wird. Wir sind Christen, wir haben Hoffnung. Und das dürfen wir auch haben. Gott handelt nicht ohne uns. Aber wenn wir alles tun, was uns möglich ist und aufgetragen ist, dann hilft er uns, dass wir aus der Krise wieder herauskommen und unser Leben wieder normal wird. Liebe Follower, liebe Freunde, Zuschauerinnen und Zuschauer, tun Sie alles, was jetzt gefordert ist und vertrauen Sie auf unseren guten Gott. Er wird uns helfen, dass wir bald in die Normalspur des Lebens zurückkehren. Das wünsche ich Ihnen allen. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll.